Die Achtelfinals der Allianz Kundler German Juniors waren eine Schlacht in Etappen. Starker Regen verwandelte die Plätze in eine Seenlandschaft. Wo sonst die gelben Filzkugeln flogen, fielen dicke Baumäste auf die Spielfelder. Als das Unwetter nahte, warf Turnierfavorit Rudolf Mollicker den Turbo an. Im Schnelldurchgang fegte er den Kroaten Carlo Kranic vom Platz, gab in zwei Sätzen nur ein Spiel ab. Viertelfinale erreicht. Das schaffte auch Anna Laguza aus der Ukraine. Sie besiegte nach Startschwierigkeiten die Nummer 6 des Turniers, die Französin Jasmin Mansouri, in drei Sätzen. Im ersten Satz habe ich versucht, ein Gefühl für jeden Ball und meine Gegnerin zu bekommen. Sie hat einfach jeden Ball attackiert. Im zweiten Satz habe ich dann versucht, mein Spiel zu spielen und das ist okay. Und im dritten Satz war ich physisch besser drauf und habe dann auch schließlich gewonnen. Nach dem Regen waren die Platzwarte die begehrtesten Akteure. Sie streuten roten Sand auf die feuchtesten Stellen der Plätze, zogen die Schleppen hin und her, bis auch die letzte Pfütze verschwunden war. Die stundenlange Regenunterbrechung tat nicht allen Spielern gut. So verlor der Deutsche Justin Schlageter auch den zweiten Satz gegen den Italiener Giulio Cipieri nach einigen Breaks klar. Umkämpfter war das Spiel von Kai Lemstra aus Deutschland gegen den Qualifikanten Jeffrey von der Schulenburg aus der Schweiz. Nach dem Regen glich Lemstra den verlorenen ersten Satz mit dem gewonnenen zweiten Durchgang aus. Siegeshoffnung keimte. Der dritte Satz war lange ausgeglichen, dann bekam der Deutsche Rückenprobleme. Sein Aufschlag kam nicht mehr so gut. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, nach der Regenpause bei drei Beide im ersten Satz wieder reinzufinden. Direkt ein bisschen unnötigen Break bekommen. Bin dann aber im zweiten Satz doch wieder ganz gut gekommen und habe den dann gewinnen können. Im dritten Satz ein bisschen unglücklich noch, leicht angeschlagen. 4-6 verloren, aber letztendlich war es ein gutes Match. Besser machte es die letzte deutsche Juniorin im Feld, die an 8 gesetzte Jule Niemeyer. Sie hatte gegen die Finnin Oana Opana Satz 1 knapp gewonnen. Nach der langen Pause fand sie schwer ins Match zurück, machte einige vermeidbare Fehler zu viel. Im entscheidenden dritten Satz spielte Jule Niemeyer mit Köpfchen. Geschickt nahm sie den Druck aus den wuchtigen Schlägen der Skandinavierin, zwang sie zu Fehlern. Der Lohn, Satzgewinn und Einzug ins Viertelfinale. Ich fand das Match heute sehr schwer. Der hat sehr, sehr gut gespielt. Ich musste auch echt gut spielen, habe ich dann auch teilweise geschafft. Die letzten Runden, da war ich nicht so zufrieden. Ich habe nicht gut gespielt, habe mich aber irgendwie durchgebissen und jetzt bin ich im Viertelfinale. In den Doppelwettbewerben wurden schon Viertelfinals gespielt. Die Turnierfavoriten Hurricane Tyra Black aus den USA und ihre Partnerin Viktoria Movajova aus der Slowakei besiegten die Ukrainerinnen Viktoria Dema und Anna Laguza nach anfangs engem Spielverlauf 7:5 und 6:1. Das Match der topgesetzten französisch-japanischen Paarung Konstantin Bitun-Kuzmin, Naoki Tajima gegen das britische Duo Aidan McHugh und Dominic West wurde wegen Dunkelheit nach dem ersten Satz abgebrochen. Am vierten Turniertag stehen die Viertelfinals in den Einzeln auf dem Programm. Da treffen wieder einige Weltstars von morgen in sicher spannenden Spielen aufeinander.